Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bernd Lambert. Und wir sind hier immer noch am Gemeindegebäude und ja, wir starten. Genau. Meine lieben, Kaffee habt ihr jetzt getrunken, ne? Ja. Wie ich euch ja schon vorher gesagt habe, für euch beiden habe ich noch eine Überraschung und wir fahren jetzt mal alle zum Händler, bitte. Und dort wartet die Überraschung auf euch. Okay? Okay. Let's go, Feuer frei. Ah, mein Trigger steht ja noch hier. Punkten müssten wir ja alle drin haben, ne? Yep. Sehr schön, wunderbar. Da war ich mal gucken, wo ich hier lang fahren muss. Merkst du, aber lange nicht mehr hier. Das ist nicht schlimm. Du weißt immer, manchmal nicht, wo du hinfahren musst, Genau. Oh nie. wa? Oh, doch! Ich würde dir jetzt was sagen, aber ich muss mich zusammenreißen. Hinter mir ist ein Feind. Fan. Ein Feind. Oh Gott, oh Gott. Oh, wer haben wir denn hier? Das ist ja der Hallo. Manfred. Oh, was ist denn hier los, Alter? Oh, ey. Ihr bleibt immer auf der Straße stehen. Also was ma. So, das gibt eine Anzeige. Jetzt wird der Bürgermeister wieder zum alten Bürgermeister. Das kann doch nicht sein. Gut, ist alles vorgemerkt. Gut, du hast gesehen, ne, Manfred? Ja. Gut. Hier wirst du einfach überholt. Oh, hier ist was los. Na, der Fender ist halt doch besser als. Ja. Nein, wir machen den New Holland natürlich nicht schlecht. Das gibt da eine Anzeige. Was, ich hab dich gar nicht mal berührt. Du hast aber nicht geblinkt. Muss ich schon, das muss ich schon, ich bin Bürgermeister. So. Was denn hier los, ihr Chaoten? Ach, hey. Ah, hi Manfred. Hallo. Genau, Servus Manfred, grüß dich. Na, Herr Hi. Bürgermeister, sind Sie wieder fit? Ich bin wieder komplett fit, natürlich. Das Und freut heute mich sehr. natürlich auch im kompletten neuen Bürgermeister-Style Oh. hier. Ja, der Bürgermeister hat sich nämlich ein bisschen verändert, aber das ist eine lange Geschichte, das wirst du dann erfahren. Zum späteren Zeitpunkt. Wie war noch mal? Wie war noch mal Ihr Name? Hallo? Manfred. Manfred. Okay, Manfred, ich hatte Manfred Ja, das sag ich. Ich verstanden. sage immer Manfred. Bitte. Ja, So. ist halt scheiße, wenn man den dritten draußen hat, ja. Gut, Genau. Zur Feier des Tages, warum ihr jetzt eigentlich hier seid, das erste seht ihr hier hinter mir, die Überraschung. Ihr bekommt von mir jetzt, ohne jetzt irgendwelche Hintergedanken oder irgendwelche krummen Sachen hier, von mir beide zweimal den John Deere 8R zur Verfügung gestellt. Das ist so ein Vorführmodell, beziehungsweise und die Daten, die da drin sind, die muss ich nämlich sammeln. Die brauche ich nämlich für die Auswertung, damit die wissen, wie die über Langzeit funktionieren, diese John Deere 8R. Die dürft ihr jetzt für 4 Jahre behalten. Für 4 Jahre. 4 Jahre, ja. Ihr müsst hier kein Geld bezahlen, gar nichts, das ist alles schon abgewickelt. Ihr braucht hier nur noch einsteigen, Schlüssel reinstecken und losfahren. Schick, schick, schick. Das ist auch das größte Modell, das ist hier der 8400er Series, ne? Okay. Ja, mit wunderschönen 450 PS. Schick, schick, schick. Boah. Genau, und zur Feier des Tages, hier, nochmal zu mir hier. Nächster Schlüssel noch hier, bitteschön. Oh, danke. Und du kriegst auch noch Schlüssel hier, bitteschön. Dankeschön. Da. Ja, da würde ich sagen, könnt ihr nämlich einsteigen und euch mal sehen.
Die Gewichte übrigens, die da vorne liegen, die sind immer eure, ne? Ah, okay. Die könnt ihr gleich noch mit anhängen. Ja, genau. Schönes Gerät, ja. Ein wunderschönes Gerät. Also könnt ihr gerne mal eine Runde, könnt ihr gerne mal eine Runde drehen, kommt ihr gleich wieder und damit ihr mal ein Gefühl habt für die Tarn hier, wenn das sich so anfühlt. Oh. Ja, macht schon Spaß, das Ach, Versuch bis 53. Das reicht doch zu, oder nicht? Na ja. Muss ich mal mein Auto setzen, sonst habe ich nämlich hier, mein Funk ist nämlich immer so gestört hier. Motor hat er auch noch laufen lassen. Eieiei. So. Ja, ist ein schönes Fahrzeug. Ja, ne? Betriebsstunden sind da irgendwie. Ist da irgendwie. Ne, das sollte eigentlich normalerweise sollten die Betriebsstunden, die sind auf null komplett. Jaja, die sind, jaja, das ist ja richtig. Gibt es da irgendwie eine Begrenzung oder sowas? Ne, gar nicht. Na, du kannst halt nur am Tag, darfst du deine 2,5 Betriebsstunden fahren am Tag. Das schaffst du nicht. Das ist viel. Ja, 2,5 Betriebsstunden am Tag und sollst du eigentlich auch, denke ich mal, schaffen. Ja. Ja. So, ich würde jetzt dir anbieten, ich würde jetzt deinen Traktor mitnehmen, komm zu dir mit auf den Hof, du kannst den schon dir mitnehmen. Okay, ja. Und ich fahre dann mit dem Bus wieder zurück, das ist kein Problem. Okay, gut. Ja? Warte mal kurz. Manfred, Mann, da ist er. Manfred, hast du deinen Tieflader hier? Ja, der steht oben. Der steht oben. Gut, könnten wir uns nachher mal bei Feld 2 nachher treffen. Da steht mein Fendt, der hat irgendwo ein Hydraulikproblem. Gut, okay, dann komme ich nachher auf Feld 2 darüber. Ja, vielleicht könnt ihr den ja vor Ort reparieren, was er da mal guckt. Ja, vor Ort oder in der Werkstatt, dann gucke ich mal danach. Ja, okay, super. Gut, machen wir dann so. Okay. Gut, dann fahren wir mal hoch, Bürgermeisterchen. Das kriegt man doch hin. Wo hast du denn dein schönes Vehikel hier? Na, der steht da hinten auf dem Parkplatz. Ach, der blaue hier? Genau, der blaue. Ah, okay. Mensch, ist der Günni einfach abgehauen, ohne Danke zu sagen, der Karl, du. Dankeschön. Ach, bitteschön. So, Böhmerchen, ich fahre mal vor, weil nicht, was du die Tür wieder verfährst. Jawohl. Ja. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen überraschend jetzt für euch, ihr seid doch gerade bestimmt ein bisschen platt wegen der ganzen Sache, aber ich dachte mir, jetzt kleine Wiedergutmachung, da tue ich mal ein bisschen was arrangieren. Ihr wisst ja, ich habe gute Kontakte zu den verschiedenen Händlern auch, unter anderem John Deere, Fendt, Deutz, Case und so weiter und so fort. Ne? Okay. Da habe ich halt einen unschlagbaren, sagen schon mal in dem Sinne, Vertrag rausgeschlagen, der für mich auch profitabel ist. Ne? Hm. Also auch ich verdiene auch ein bisschen was mit dran. Das ist ja logisch. Alles klar. Nee, aber für euch, sag ich mal, entstehen jetzt keine extra Kosten. Deswegen alles gut. Blinken haben wir auch nicht erfunden, ne? Bernd. Ja, scheinbar haut der Blinker hier nicht hin. Ich habe extra Blinkerwasser aufgefüllt vorher. Ah, okay.
Oder die haben die Vergaser Innenbeleuchtung vergessen. Nee, der Bremsen, der Bremsflüssig, hier nicht, der Bremsleucht, ja, nee, ich lass lieber. Bremsleuchtung, hä? Was? Hä? Nee, 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 Bremsscheiben. Das vergessen wir mal wieder ganz schnell. Brems, ach nee, nein. Das, das vergessen wir jetzt einfach mal, okay? Das habe ich heute irgendwo gehört, ja, aber ich hau das hier irgendwie gerade durcheinander. Die haben vergessen, die haben vergessen, die Bremsen zu ölen. Genau, genau. Die Bremsscheiben zu ölen. Manfred? Ja? Was steht denn heute eigentlich an? Ja, wir müssen noch den Traktor auf Feld 2 abschleppen nachher. Du kannst ja mit dem Mobilfahrzeug mitkommen, bitte. Dann mach ich. Mal gucken, ob wir da rüberkommen. Na, die Jungs sind super. Da fangen sie schon an. Hätte ich nicht gedacht. Kannst du mal sehen, ja? Ja. In die 3 von der Tankstelle. Das sind da bis 2. Achso, das sind die dritten Dumm oder der Tütischen oder so. Das könnte der Dings werden. Wie heißt er jetzt wieder? Christian. Christian, genau. Achso, das wie könnte sein. Überhaupt? Den sieht man gar nicht. Ich bin auf Weg zurück zum Gemeindezentrum mit dem Auto. Ah, okay. Das werde ich. Das Telefon ist schlimm heute, ja. Muss ich gleich mal leise machen. Seitdem ich aus dem Urlaub wieder da bin, klingelt das ununterbrochen. Ah, da hat der Manfred wohl nicht gut gearbeitet, ha? Ja, doch, hat er schon gut gemacht. Hat er gut gemacht, ja. Stellt ihn einfach jetzt mal her, Bernd. Ja, ist korrekt. Also ich muss sagen, ja, gut gelungen, schönes Schmuckstück ist das hier. Ja, das ist schön. Passt auch gut zu deinem Hof. Wie gesagt, die Daten, die werden automatisch an mich übermittelt. Okay. Das Einzige, was du, sag ich mal, nicht unbedingt damit machen solltest, wäre jetzt so große Strecken zu fahren, weil dieses Gerät auch mit dem GPS-Sender ausgestattet ist und die ganze Folge, wo du hinfährst, ne? Ja. Also nicht, dass du da morgen mit diesem Gerät hier nach Buxtehude hinter Felden, na, das müsst ihr ja auch nicht unbedingt machen. Na? Nee. Das sehen die ja alles. Also das ist halt eben nur dafür gedacht, um deine Feldarbeit aufzunehmen und auch diese Strecken, also unter Dauerbelastung sozusagen, müssen die halt eben getestet werden. Ja, Dauerbelastung. Also du musst halt eben damit auch alles machen, Hänger ziehen und Gerätschaften ankoppeln und bedienen damit und so weiter und so fort. Ne? Okay. Die haben ja noch gesagt, du kannst, glaube ich, auch an dem geht es, glaube ich, nicht, aber es gibt noch einen Vorgänger davon. Den sollst du wahrscheinlich dann eventuell auch ein bisschen später bekommen. Da gibt es einen Frontlader-Anbau, der müsste dann auch noch mit getestet werden. Also im Prinzip bist du jetzt eigentlich schon so Testperson hier. Ach ja. Naja, ist ja nicht schlimm, ja. Solange wie man für John Deere irgendwas testen kann, bin ich da sehr offen für, weil für mich, ist John Deere ein bisschen zu teuer. Deshalb, ich liebe diese Traktoren auf jeden Fall, aber für mich sind sie leider zu teuer. Ja, und deshalb fahre ich hier bloß diesen blauen. Und der Fendt, den hatte ja der Maximilian eine Wette verloren und deshalb hatte ich ja bloß. Ja. Das heißt jetzt aktuell nur noch den hier. Und den, der Fendt 1050, das ist ja auch meiner. Achso, das ist auch deiner. Du hast jetzt aktuell 3 Traktoren, sehen und bist du erstmal gut ausgestattet. 4 Traktoren habe ich. 4 sogar, siehst du, Mensch. 4, ja. Was du bald zum Lohnunternehmer hier, hä? Und das wollte ich eigentlich nicht werden. So, aber meine Lieben und Hübschen, ich würde sagen, mit diesen Worten entlassen wir euch jetzt auch in den Feierabend. Wir haben genug gequatscht für euch. Genau. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt das neue Verhalten vom Bürgermeister findet. Ich würde sagen, er hat sich nämlich auch wirklich ganz schön verändert und ich finde das eigentlich eine ganz coole Aktion. Und da wünschen wir euch damit noch, vergesst bitte auch das Liken nicht beim lieben Deschi hier und auch vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Solltet ihr natürlich auch die Glocke aktivieren, für diejenigen, die neu sind und das natürlich alles kostenlos. Macht euch keine Sorgen, ihr müsst das nicht hier auf Zwang machen, macht es freiwillig. Und wenn ihr es macht, dann einfach mit Herz und Liebe und dann passt das alles schön, wa? Und wie gesagt, schaut bei unserem lieben ADK vorbei, bei unserem lieben Rheinland Agrar. Und natürlich auch bei unserem Filmer aus dem Erzgebirge.
Und natürlich auch nicht zu vergessen, bei unserem Hannes Schulze, und der unter dem Pseudonym Dings unterwegs ist. Lenny Hunold, glaube ich, bei YouTube. Die Links dazu findet ihr dann so stand unter der Videobeschreibung. Genau. No? Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir sind raus und wir sagen einfach mal Tschüss und Tschüdelü. Tschüss. Tschüss. Tschüss.